Die Zukunft des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Haben Sie sich schon mal überlegt, in welche Richtung sich das ganze Thema weiterentwickeln wird? Was wird es in den nächsten 5 Jahren geben? Wo stehen andere Unternehmen im Moment? Beziehungsweise welche neuen Aspekte sind zu bedenken? Nutzen Sie doch die Möglichkeiten, sich bei Best-Practice-Beispielen, bei Networking-Möglichkeiten und auch bei Podiumsdiskussionen mit anderen Unternehmen auszutauschen. Eine Möglichkeit ist bei unserem CHC Summit im Mai, den Link finden Sie unten. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, indem Sie sich jetzt auch auf Messen begeben, indem Sie sich auf Podiumsdiskussionen ganz einfach selbst engagieren oder indem Sie auf einschlägige Veranstaltungen zum Thema HR oder betrieblichen Gesundheitsmanagement gehen. Es wird in der Zukunft sehr, sehr viele Veränderungen geben. Es wird in der Zukunft sehr viel über das Thema Digitalisierung abgebildet werden können. Das heißt, Apps sind vielleicht ein Thema für Ihr Unternehmen. Vielleicht ist auch Software etwas, was Sie zukünftig etablieren müssen oder was Sie zu Ihren bestehenden Themen ergänzen sollten. Das Bestehende bzw. das Grundlegende dahinter wird aber immer sein, wir werden auch in Zukunft mit Menschen zu tun haben. Und deswegen, es wird dabei bleiben, dass wir uns um die Menschen bemühen, dass wir uns um unsere Kollegen bemühen, dass wir uns um unsere Abteilung und unsere Unternehmenskultur eben bemühen. Das heißt, das ist definitiv die Konstante. Die Frage ist nur, mit welchen Methoden und mit welchen Mitteln erreichen wir diese in der Zukunft?